dieses Auto hier gefällt mir sehr. Ich wollte eigentlich den Weißen. Ich wollte eigentlich den Weißen. Ich habe mir meinen Dr. Reed geschaffen. Okay, hier geht's dann also weiter. Wie da hinten Werbung auf dem Taxi läuft. Ey, es sind diese Kleinigkeiten, ne? Die ich ziemlich abfeier. Hacker von Welt, natürlich. Nicht Mann von Welt, sondern Hacker von Welt. Du hast sowas von recht. Du hast ja sowas von recht. Ups, 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 ups. Wichtiger Kunde. Ich mag unseren neuen Bauarbeiter. Ich mag ihn. Man hat das Gefühl, man hat hier noch so viel zu entdecken. Ich parke genau... Verdammte Kacke. Albion hat die Kontrolle über das Revier. Und die gesamte Polizei. Aber keine Sorge, wem die privatisierten Schlägertrupps nicht gefallen, der kann ja einfach woanders einkaufen. Na toll. Ich mag die Bullen nicht, aber ich würde sie jederzeit den Schlägern vorziehen. Keine Panik. Es hat sich nichts geändert außer der Uniform, den Sturmwaffen und der Tatsache, dass sie jetzt auf Profit aus sind und nicht auf den Dienst an der Gemeinschaft. Okay, für Informationen zum Spider-Bot musst du weiter rein. Okay. Das klingt doch nach einem Plan. Das klingt doch nach einem Plan. Aber Leute, ich würde sagen, darum kümmern wir uns gleich, weil ich muss nämlich mal ganz kurz wohin. Und ich bin so froh, ich habe mir meinen Dr. Reed geschaffen. Geht's nicht genau darum in Videospielen, sich fiktive Charaktere zu erschaffen? Ist dein Dr. Reed auch so ein Klugscheißer? Na klar, na klar. Herrlich. So Leute, wollen wir mal gucken, wie wir jetzt hier so am besten reinkommen. Wir tun uns jetzt erstmal einen Überblick verschaffen. Okay, hier ist auf jeden Fall ganz schön was los. Ich könnte es öffnen, werde mich aber hüten, denke ich mal. Leute, wir gucken erstmal. Okay. Hier war doch eine Kamera, die ich hacken kann. Genau, guck mal erstmal hier. Okay. Nie immer gleich mit Falle vielleicht arbeiten. Ne? Sicherheitstürmel, ne? Körperliche Interaktion. Aha, für dit Brett da. Okay, da haben wir hier. Es sind eigentlich gar nicht so viele hier, ne? Eigentlich sind hier gar nicht so viele. Geht der die Treppe runter? Oh, verdammt. Scheiße. Ah, du darfst wirklich, du musst sie von hinten. Du musst sie von hinten. Okay, dann versuche ich es jetzt. Also scheinen wirklich nur diese zwei zu sein. Hier ist nichts. Pass auf, dann mache ich das doch hier mit. Da muss ich dann ein bisschen aufpassen, ne? Okay, da ist noch einer. Ja, und dann halt das ganze Gebäude drin. Ist schon klar, ist schon klar. So, ich kann meine Spinne gleich wieder einsetzen, ne? Oder warte mal.
So. Okay. Der guckt ein bisschen blöd. Wieso nicht dieser Überwachungsscheiß? Okay, jetzt können wir dort unten rein. Schnell, Christian, schnell, 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 schnell. Gelegenheit im Bezirk. Befreie Aktivisten vor Ort, indem du ihre Handschellen öffnest. Okay. Da sind auf jeden Fall... Scheiße! Das sind Technikpunkte. Da ist der Aktivist. Scheiße. Hey, das ist ein Irrtum. Bitte. Ich will mich hier umgucken. Das ist ein ganz schönes Ding hier. Der hat mir gefallen. Der war gut. Der war gut. Denkst du auch, was ich denke, Bagley? Die Seriennummer passt zu dem Spider-Bot vom Ort des Toan-Anschlags. Es muss einen Weg geben, den letzten User zu identifizieren. Steuere den Spider-Bot aus dem Raum raus. Ich brauche eine direkte Verbindung, um mehr über unseren halbierten Freund zu erfahren. Geht klar. Komm ruhig her. Komm ruhig her. Ja? Ja? Scheiße. Aha, da kann ich den dann befreien, okay. Ja, ich befreie dich gleich. Vorsichtig, bitte! Hier sind wir doch schon beim Haupteingang. Okay, okay. Ich befreie den jetzt erstmal. Oh, hier liegt was. Ich will einen Anwalt. Danke. Du hast was gut. Der rennt da jetzt einfach raus. Ist der denn irre? Na bitte. Ich glaube, du hast eine neue Freundschaft geschlossen. Wenn Albion jemanden einsperren will, ist dieser jemand gefährlich. Und mit gefährlich können wir was anfangen. Korrekt. Da hinten sind auch welche.
drüben kann ich was machen. Wie komme ich denn da? Dr. Reed! Was war das? Scheiße! Komm her! Komm her! Dumpfbacke! Na toll! Dr. Reed! Also bis jetzt gefällt mir das Spiel sehr. Nur für mich, der sehr, sehr lange kein Watch Dogs mehr gespielt hat. Ich muss hier wirklich erstmal wieder gut rinkommen. Weil wirklich die Möglichkeiten, ich sag's mal, wie du die Mission angehst, sind ja wirklich der Wahnsinn. Scheiße! Ich dachte, da ist so eine Wand dazwischen. Ich sehe nichts. Scheiße! Scheiße! Dr. Reed! Scheiße! Okay. Jetzt bin ich hier drüben. Ich will doch einfach nur dorthin. Ah. Wo ich die Drohne. Ich muss hier drüben irgendwie rein. Aha. Das nennt man wohl seine Fähigkeiten boosten. Wie krass. Aber wo ist der andere Zugang? Okay, jetzt tue ich hier das Gebiet erstmal weiter aufräumen. Weil hinten liegen auch noch ein paar Technikpunkte. Da unten ist noch einer. Der soll mir jetzt aber erstmal Wumpe sein. Oh, da schraubt gerade einer. Ach, das ist dieselbe Tür. Fuck, Mann, verdammt doch mal, wie komme ich da rein? Und los. Ja, da hinten ist eine Tür. Der will... dass ich hier... bestimmt von draußen. Frachtdrohne rufen? Nee. Gibt's hier keinen? Also jetzt schlägt's hier aber gleich 13. Das darf doch nicht wahr sein. Und hier komme ich nie rein. Mit Drohne übernehmen. Ach, ich soll die Drohne da drin übernehmen. Danke. Danke, Rush. Diese Öffnung da sieht nach einem guten Ausgang aus.
Danke, Rush. Mach's dir bequem. Sogar kaputt und mit ein paar fehlenden Beinen kann der Spider-Bot noch springen und passt durch Schächte. Eine gute Möglichkeit, unentdeckt durch das Revier zu kommen. Das ist ein Teil des Fernzündsystems aus dem Parlament. Wenn die Polizei bzw. Albion es wirklich analysiert hätten, würden sie sehen, dass das nicht Dedsecs Werk war. Aha, ich verstehe, ich verstehe. Wir haben wieder eine kleine, aber feine Jump-and-Run-Einlage. Das ist Dortons Maske. Die muss aus dem Parlament geborgen worden sein. Vielleicht ist sie das Einzige, was von ihm übrig ist. Da hat aber einer ordentlich die Netzwerkkabel verlegt. Ja, danke, Rasch, danke. Oh, ne. Das ist gerade nicht passiert. Freundchen. Bisschen Mühe geben hier. Frust ist da. Möglichst spät. Also meine Verbindung sieht gut aus. Rasch. Verdammt, sieh sich einer den ganzen Müll an. Du musst drüber springen, um zur nächsten Schachtöffnung zu kommen. Okay. Wird sie schaffen? Hallo? Ah ja. Ah ja. Was stimmt nicht mit dem Scotland Yard? Wer hat beschlossen, dass die ihren Job nicht mehr machen können? Plötzlich kann irgendein Unternehmen unsere Straßen besser sauber halten als die Polizei, die wir seit wer weiß wie lange haben. Wenn der Kampf gegen das Verbrechen zum Geschäft wird, verschwindet das Verbrechen niemals. Die war so spannend, ne? Der Gute ist etwas lahmarschig. Du bist fast da. Bahne dir den Weg durch diesen letzten Schacht. Naja. Ich tue mein Bestes. Ah ja. Beschädigter Spider-Bot. Die Seriennummer des Spider-Bots ist auf die Polizei registriert. Naja. Ich habe es. Ich scanne den Spider-Bot und greife auf die internen Laufwerke zu. Während ich diese Daten analysiere, solltest du dich verdünnisieren. Es sei denn, du möchtest unserer neuen, schwer bewaffneten Polizeimacht erklären, warum du ins Revier eingebrochen bist. Okay. Och nee, du. Mach das Brett auf! Hier liegt eine Textdatei. Das Teil, das du gefunden hast, verfügt über ein satellitengestütztes GPS-Modul, das seine Position regelmäßig an eine bestimmte Bodenstation gemeldet hat. Der Scheiß Kaninchen.
baust wie ein Fass ohne Boden, was? Ich schicke dir die Position der Bodenstation. Ich sag mal, hier liegt eh noch einiges, ne? Ich bin erstmal zufrieden. Wir konnten mal einen Auftrag beenden, wenigstens. So, wo hatte ich denn geparkt? Dr. Reed? Ah, stopp! Das ist ja eine coole Karre. Geil. Naja, gut. Hat er analysiert. Hat die Polizei etwa mit drin gesteckt? Bei dieser ganzen Nummer hier? So, warte mal. Jetzt will ich hier einfach mal, das interessiert mich jetzt. Hier wird nämlich auch angezeigt, dass hier irgendwo Geld rumliegt. Aha. Siehste? Wir müssen uns doch... Dr. Reed muss sich neue Anzüge kaufen. Da muss ein bisschen Geld her. Da muss ein bisschen Kohle her, obwohl, da kann ich auch hinfahren, da will ich eh lang. Da will ich eh lang. Ja. Ich versuche, dieses Spiel langsam zu verstehen. Jetzt müsste ich hier aber mal auf Kreisverkehr halten, ne? Alles Geld. Ach, hier ist schon unsere Aufgabe. Ach, das ist ja praktisch. Der GPS-Verlauf des Spider-Bots, den wir bergen konnten, hat regelmäßig diese Koordinaten angepingt. Unser geheimnisvoller Zeuge, der echten Bombenleger, muss mehrmals zu diesem reizenden, feuchten Ort gekommen sein. Das ist ganz schön im Off. Der perfekte Ort für geeheime Sachen. Wäre auch geeignet, um diskret eine Leiche in die Themse zu werfen. Bax? Ich brauche Ihre Hilfe. Wie komme ich rein? Ich erfasse ein Überwachungsnetzwerk, das etwas unter dieser Brücke bewacht. Wenn du es hackst, kannst du vielleicht reinschauen. So, wo geht das denn hin? Da drinne. Kann das meine... Hier sind auf jeden Fall Technikpunkte. Ah ja. Ah ja. Sehr gut. Matalja, mein Guter, grüß dich. So, jetzt kann ich doch hin. Jetzt kann ich doch hin. Oh, da liegt auch noch eine Textdatei. Oben. So, was haben wir denn hier Schönes? Gib her die Infos! Ist schon gut gemacht. Oh, fuck. Wir haben hier ein geheimes Revier. Wenn Alvin durch deinen Arbeitsplatz marschieren würde, würdest du auch ins Homeoffice gehen, oder? Der geheimnisvolle Officer war wohl sehr engagiert. Genug, um eine Spur bis zum Bombenanschlag zu verfolgen. Was meinst du, Bagley? Der Computer ist ordentlich eingestaubt, aber vielleicht finden wir ja doch was Nützliches. Na dann?
Lass ihn uns hacken. Ach, dort. Das ist Inspektor Caitlin Lau. Ehemalige Frau Inspektor. Seit Elrians Putsch. Die Polizei ist Geschichte. Die Polizei hatte die Beweise eh längst vernichtet. Alles zu Albion, Clan Kelly und den Anschlägen. Aber ich weiß, Mary Kellys Trottelbande steckte mit drin. Auch in anderen Verbrechen, die wir untersuchen können. Ich und einige Vertraute sind risikobereit. Wieder hinter Mary Kelly her. Ich werde es wohl nie lernen, was? Ah. Klassische Vertuschungsaktion. Ah. Dr. Caitlin Lau, Videolog. Clan Kelly und Albion haben einen Deal geschlossen. Ich kenne keine Details, aber es sieht nach Menschenhandel aus. Das European Processing Center ist Albions Sache. Seit den Anschlägen können sie Leute einfach von der Straße holen. Als illegale Einwanderer, DedSec-Aufrührer, was auch immer. Obwohl wir die wahre Gefahr kennen. Also Clan Kelly sammelt diese Leute ein, diese Migranten, Deportierten oder besser Opfer. Und sie bringen sie irgendwo hin. Aber wohin und wieso? Alles führt zur Boss-Lady zurück. Ich wusste einfach, sie hatte etwas damit zu tun, aber sie gab sich unschuldig. Es gibt nur eine Art, das durchzuziehen. Ständige Überwachung von Mary Kelly. Werde ich erwischt, dann ist das mein letzter Eintrag. Aber ich muss sehen, was sie verbirgt. Der geheimnisvolle Officer war Inspektor Caitlin Lau. Klingt, als wäre Mary Kelly ihr weißer Wal und bei der Untersuchung stieß sie auf die Anschläge. Fuck. Albion mischt bei den Kellys mit. Warten auf die Echsenmenschen, um bei der Verschwörung mitzumachen. Anscheinend hat Zero Day bei allen widerlichen Sachen in London die Finger im Spiel. Alles führt auf sie zurück. Einschließlich Clan Kelly und Albion. Also ich werde nicht rumsitzen und zusehen, wie sie Leute von der Straße entführen. Inspektor Lau hat erwähnt, dass Albion ihren Teil der Operation vom EPC ausleiten. Detektive wie wir nennen das eine Spur. Geil. Okay. Haben wir anscheinend geschafft. Jetzt such mal quasi Caitlin Kelly. Fuck, das war heftig. Ich glaube, ich habe den DedSec Drill jetzt raus. DedSec hätte dich nicht angeheuert, wenn du dich leicht umlegen lassen würdest. Stimmt. Bei dir läuft aber auch ein vorlautes Beta-Programm, Bagley. Ich schätze Bagleys direkte Art. Ich bin mir sicher, dass du dich daran gewöhnen wirst. Kelly-Kapitel begonnen. Es gefällt mir immer mehr. Jede Stunde, die wir es mehr spielen, gefällt es mir mehr. Diese Albion Clan Kelly Sache hat einen schalen Beigeschmack. Und wenn Caitlin Lau recht hat, bringt sich diese Info jetzt in die erste Reihe. Wir haben Grund zur Annahme, dass ein ehemaliger Agent noch am Leben ist, aber vermisst wird. Im EPC. Ach, ich hab nur keinen Ton. Angel Lopez, nicht aus London, aber ich werfe ihm das nicht vor. Andere durchaus. Angel blieb wohl bei der Einwanderungsbehörde stecken. Und so schräg das klingt, hat ihn das vor Zero Days DedSec-Säuberung gerettet. Seit den Anschlägen herrscht in London Fremdenfeindlichkeit. Albion nährt sie. So können sie jeden in ihr brutales Flüchtlingslager stecken. Wir müssen Angel finden, bevor man ihn als DedSec enttarnt. Das hier ist persönlich, Team. Aber seine Spur zu finden, bringt vielleicht etwas Licht in die Albion-Clan-Kelly-Verbindung. Shit. Naja, das Gute ist, sie haben ihn nicht abgeschoben. Das bedeutet, er ist im EPC gefangen. Nicht gerade ideal. Ich habe dir alles geschickt. Ich habe auch schon unserem Kontakt beim EPC Bescheid gegeben. Der kann dich reinbringen. Na, dann mach mal das so. Erstmal, Witwenmacher, vielen lieben Dank, mein Guter. Verlängert hier sein Abo. Abo-Falle ist da, es gibt keinen Entkommen, sagst du. Ich danke dir vielmals. Auch im fünften Monat jetzt mit am Start. Auch einer mit der Ersten, die hier echt treue Seelen sind und Unterstützung von Anfang an hier mitbieten. Ich danke dir, mein Guter. Vielen lieben Dank und schön, dich zu lesen. Und mir geht's gut. Mir geht's gut. So, ich möchte trotzdem, Story, alles cool, alles cool. Ich will trotzdem jetzt mal gucken,
Ich will jetzt hier mal nebenbei was machen. Was ist denn das? Das ist unser Versteck. Okay. Okay, wegen Technikpunkte alles cool. So, ich will jetzt hier das mit der Propaganda stören. Ach, das war ja hier beim Buckingham Palace. Leute, ich versuche das nochmal. Ich muss irgendwie mal... Ich will hier mal zu Potte kommen. Dass ich hier auch mal so nebenbei was mache. Und wenn halt diese Probleme sind, dann muss ich es lernen. Dann muss ich es lernen. Grafik, muss ich übrigens sagen, finde ich von dem Game übelst gut. Ups, 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 ups. Ach, wenigstens den Baum hier erwischen. Beine Lücke. Also wirklich, mir gefällt das Spiel sehr. So gut, hier ist das die Geschichte mit dem Buckingham Palace. Und ich habe ja das Gefühl, dass ich hier... Mensch! Der Jimmy! Vielen lieben Dank, mein Guter. Auch du! 5. Monat jetzt schon mit am Start. Ey, vielen lieben Dank. Du hast auch den First Badge, sehe ich gerade, ne? Wirklich einer der ersten mit. Vielen lieben Dank. Vielen lieben Dank. Bei Next Gen hätte ich grafisch mehr erwartet. Da muss ich aber auch sagen, das liegt auch, denke ich mal, an mir, sage ich jetzt mal. Weil ich kann halt, das ist halt das Maximum, was ich halt auch geben kann. Ne? Ich kann halt okay in 60 FPS streamen und so. Da würdest du dann bestimmt noch, ja, noch bessere und krassere Unterschiede mitsehen. So, Propaganda stören. Das Problem sind nur diese scheiß Drohnen hier. Wenn ich den Schlüssel hätte, kann ich dort rein. So, okay. Wo ist denn dieses Propaganda stören? Kann ich das irgendwo... Okay, man sieht es halt nur... Hier so. Hier sind dann auch noch Technikpunkte. Hier sind noch Technikpunkte. Ich will das echt. Echt fertig kriegen hier. Oh, guck mal, jetzt stehen sie wenigstens alle dort so. Kann ich denn da jetzt. Guck mal, wenn die dort so stehen, Leute. Ich doch bestimmt den Code erstmal holen. Und krieg den doch hier bestimmt auch ausgeschaltet, oder? Ich hab doch X gedrückt! Ich hab nicht X gedrückt! Oh Gott! Oh Gott! Die Spinne wurde manipuliert. Der Hacker muss in der Nähe sein. Er könnte überall sein. Sind die schon wieder angestachelt? Und Drohne gleich aktiviert? Ich brauche halt einfach nur... einfach nur eine Möglichkeit, um diese beschissenen Drohnen mal kaputt zu machen. Weil diese Kampfdrohnen sind echt ein Problem. Die sind echt ein Problem. Und sobald ich jetzt hier reingehe, ist die doch fickrig auf mich. Ich sag, ey Leute, ich sag's jetzt, wie es ist. No risk, no fun. Ich will's jetzt einfach mal probieren. So, Dr. Reed. Ist sie gleich fuchtig? Das ist ja nett hier. Ey, man kann hier reingucken. Oh Gott, da ist eine Drohne. Ich glaube, ich tu mal... Ich muss doch da hoch. Dr. Reed ist genau der Richtige für den Job. Eine Uniform besorgen. Auch eine sehr gute Idee. Leute! Das könnte einen Protestanstrich vertragen.
Oh, sieht großartig aus. Ja, ich hab's. Ich hab's. Mattia, das ist, eine Transportdrohne. Unglaublich, dass Alien es wagt, ihre Propaganda auf dem Buckingham Palace zu verbreiten. Wenn das alles mal vorbei ist, könnte ein Ritterschlag für mich drin sein. Sir Beckley, klingt doch gut, oder? So darfst du mich jederzeit ansprechen. So. Hier ist ja keine Drohne. Ich will mal ganz kurz gucken, wegen den Technikpunkten ist ja auch immer schade drum. Ah, hier unten halt, ne? Aber wenn die... Okay, die sind da unten, ne? Aber weißt du was? Ich stell die mal hier ab. Und ich habe ja meine Spinne wieder. Und hoffe mal, dass die mich jetzt hier, ne, mal ein bisschen abducken. Wo liegen die? Ah, das ist ja gar nicht so blöd. Okay, warte mal, da unten ist der eine. Und da. Überlebt die das? Ich kann mich doch tarnen. Hab sie. Okay. Oh, Christian, jetzt läuft's ja. Gucke mal. Der Exerzierplatz. Okay, hier ist bestimmt auch was, ne? Oh, da unten sind auf jeden Fall welche. Ah, warte mal. So, Dr. Reed. Ach, Dr. Reed macht das Spiel für mich erspielenswert jetzt. So. Ah, hier ist doch einer, ne? Ah, da. Ich habe ihn ganz genau gesehen. Mach's gut, Bobby. So, wo sind die Technikpunkte? Jawohl. Hier haben wir auch noch was. Ach, hier hätte man eine Frachtdrohne rufen können. Das ist ja eine nette Maske, die wir da gekriegt haben. Oh, ich habe meine eigene Drohne. So, raus hier, Leute, aus dem Gebiet. Ey, ich bin glücklich. Aber warte mal, hier unten ist Geld. Oh Gott. Du siehst mich nicht. Du siehst mich nicht. Stehe ich dort mitten neben, ihr wisst schon, neben so einem Polizisten. Jetzt kann man hier auch, okay. Gut. Haben wir. Ich bin glücklich.